Und damit ein herzliches Willkommen zu einer Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit am Start der Roro. Ja, hallöchen. Und der Fanda. Tag. 13, 14, 15. Oh, 15 Uhr. Ach, du hast noch gar nicht gespult? Nö, jetzt habe ich gespult. Boah, bist du lahmarschig. Er hat sich ja, aber nichts getan. Bei mir schon. Dann dauert das bei dir noch ein bisschen. Ja, Was, sag doch. Na, spring mal einen Schlepper rein. Schlepper. Das ist der falsche. Aber hier könnt ihr auch gleich mal gucken. Siehst du was? Ich wollte euch nämlich doch was zeigen mit dem Fass hier. Was willst du jetzt mit dem Fass? Warte, ich muss erstmal hier spulen. Kurz. Jetzt ist es fertig. Bitte. Gut, okay, wir springen mal alle zu Santa. Ah, das Ding ist doch unnötig. Hallo? Was für ein Ding, buche ich was, wie, wo? Und jetzt guck das hier am Ablassventil. Das sieht aus, als ob du in die Tränke reinsächst. Ja. Aber trotzdem. Ja, aber das Ding ist eigentlich unnötig. Jo. Bei 2000 Liter. Für den Anfang reicht's. Wir hatten doch schon einen Anhänger. Wo ist denn der hin? Den musste ich verkaufen, sonst hätten wir uns den Fasttrack nicht leisten können. Was, den Wasseranhänger? Ja. Oh, Sander. Also, wir bräuchten da mal noch eine Menge Kohle. Dann, ja. Wie steht denn der hier? So, also kommen wir jetzt am Anfang erstmal wieder zu düngen. Jo. Muss man fertig werden, wir wollen in der nächsten Folge wieder ernten. Ja, dann. Ich fahre schon hier. Mit Full Speed. Glaubst du nicht? Wieso glaubst du nicht? Erstmal auf Full Speed kommen. Wieso? Geht doch schneller. Mit dem langsamen Anfahren hier aber irgendwie nicht. Ach, dann meckerst du. Ach, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und mir ist nur sehr auch gewöhnungsbedürftig. Gerade wenn es beim Rangieren, wenn es jetzt hier so irgendwie einen Anhänger irgendwo hin machst oder so, und da musst du dann auch. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Wenn es einmal, das ist ja nur die ersten 10 km/h. Ja. Und dann gibt er da ja richtig Gas. Ja, das habe ich gemerkt, als ich eben in die Hauswand gebrettert bin. Ja, du musst auch lenken. Ja. Das ist vor dir so ein rundes Ding, das kann man hin und her drehen. Das nennt sich Lenkrad. Ach, das, dafür ist das gut. Ja. Weißt du? Ich hab mich schon gewundert, warum der immer in die Richtung, so magisch in die Richtung fährt, wo ich hin wollte. Ja. Ich dachte schon, ich hätte übernatürliche Kräfte. Nein. Jetzt hat Rojo dir die Hoffnung genommen. Ja. Wo ist meine Waffe? Ich möchte mich erschießen. Du hast keine Waffe. Spring hinter den Zug, das hat noch keiner gemacht. Ja, geh auf den Gleis und warte, bis der Zug kommt. Und dann springst du hinter den Zug. Das hat nämlich noch keiner gemacht. Und dann zum Springen? So, Feld 23 ist fertig. Ich fahre jetzt. Oh, ich hätte da reinfahren können. Ja, Feld 16. Mit Umweg. Junge, da kommt ja kaum wie ein Berg hoch. Oh Gott! Ja, die Hüllis quälen mir halt aber auch schon die ganze Zeit übelst. Ja, stimmt. Ich hasse Klaue. Ach, hör auf zu meckern. Glaube ich, müsste vorne ein bisschen weniger Gewicht machen. Mach mal. Wenn du siehst, was mir deswegen passiert ist, wirst du auch meckern. So.
Wieso? Also er fährt schon sanfter an. Du crasht irgendwo dagegen. Ja, Also dann, und dann gibt er warst du plötzlich immer noch zu Gas wie schnelle. bescheuert. Also warst du schneller. Ups. Ich vergesse jedes Mal wieder umzuschalten, ja. Läuft bei dir. So sieht man wenigstens etwas. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber man sieht's. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ne? Ja, so in der Richtung. Ja, so eine Art, ja. Alles ist komisch, außer ich. Was? Ne? Was ist da? Hä? Ne? Wie? Das ist aber ein Alles bösartiges Fotzen außer mich. Gerücht. Ne? Hä? Wie Was? meinst du das, hä? Wie? Ja, irgendwie so. Ach so, wie? So, Ja, halt. irgendwie, ja. Ach so, gut. So ungefähr. Ja, genau. Was nö? Ja. Doch, nö, Hä? doch, Was? ja. Ja, genau, Hä? ja. Fußspuren? Nö. Vanillesoße. Ah. Ah. Eierpüree, hä? Ja, so entsteht der Käse, da hast du recht. Was wie Eierputsch? Wie was Pudding? Kampfpudding. Genau, Rapssoße. Was Rapssoße? Ja. Oder meintest du Rapshose? Gemüsepunsch. Gemüsepunsch, wer sowas sagt, der stürzt auf Präsidenten. Was denkst du, was mit John F. Kennedy passiert ist? War da nicht irgendwas mit Chuck Norris? Könnte auch sein. Na, hups. Wie war Chuck das Norris noch? kann dir Chuck einen Norris hat. Kopfschuss ins Knie geben, sodass du Bauchschmerzen im Arm hast. Oh ja. Ja. Kann vorkommen, ja. Das kann nur Chuck Norris. Na, wie war das noch? Brokeback Mountain ist der Berg toter Ninjas vor Chuck Norris Haus? Chuck Norris isst kein Honig, er kaut Bienen. Chuck Norris liest keine Bücher, er starrt sie so lange an, bis sie freiwillig sagen, was er wissen will. Ja, so erspart man das Lesen. Jesus lief über das Wasser, Chuck Norris lief über Jesus. Er ist nicht aufs Feld gefahren. Ich wegen, ja. Ja, Plötzlich, ja, ja, erst ja. lahmarschiger Start, dann plötzlich Vollgas. Ja, hier ist so viel Platz und du musst da lang fahren. Ich hab doch gesagt, ich hasse diese Funktion. Das war weder Scherz noch Untertreibung. Ich meine, erst kommt der Drescher nicht in die Gänge und dann zieht er an wie ein indischer Elefant auf Koks. Sag mal, Smoker, wo bist denn du? Ja, noch Feld 25. Immer noch. Ja, das ist nun mal groß. Und da hänge ich alleine da. Junge, ich hab gleich alle Felder hier. Das ist doch schön. Machst du Außer Feld. wenigstens was? Außer Feld 12. Bin ich schon bei Feld 14. Alle anderen sind schon fertig. Na, dann Außer machst du Feld mal 12. wenigstens was. Das ist doch gut. Ich mache immer was. Naja. Was soll denn das für da heißen? Naja, halt. Wie war's denn daher? Na, naja, halt. Naja, halt heißt naja. Ja. Halt so, Naja, naja. halt. Oh, ja. Ah. Wie war das im 15er? Laues Lüftchen? Maurice. Die Details dazu will ich gar nicht wissen. Nein. Roro meinte mal, er arbeitet wie ein Sturm. Ist doch eher wie ein laues Lüftchen. Bestimmt ja wie ein Sturm.
Das wünschst du dir. Das war mehr so ein laues Lüftchen halt. So. Nein. Ich war da der Einzige, der was gemacht hat. Du standest nur drum herum. Ja, weil ich auf dich warten musste. Ich hatte abgedroschen, dann musste ja noch das Feld mit Heu abgesammelt werden von dir, wo du ja ewig und 3 Jahre gebraucht hast, während ich schon mit dem Grubber und Sämaschine ja schon da stand und warten musste wegen dir. Guck, sowas kannst du dir merken. Ja. Aber wer anmutet wird, das kannst du dir nicht merken. Ja, das ist schon seltsam, da hast du recht. Das kannst du dir selber genauso gut merken, du Pappnase. Das geht doch jetzt nicht um mich. Oh doch, jetzt schon. Wer nö kann, muss sich erstmal von seiner eigenen Haustür kehren. Ach, Menno. Wieder nicht geworden, Roro, ne? Ich hab's auch versucht. Vielleicht hätte ja klappen können. Hätte, ne? Hätte, Fahrradkette. Hätte, Fahrradkette, ja. So, hätte jetzt der Hund nicht geschissen, hätte er ein Haus noch erwischt. Ja, aber das Haus muss raus, ne? Ja, klar. Wo was zu viel ist, muss was weg. Hat mich der Arsch eingeholt auf der Straße. Da holen wir da ein, Junge. Der gehört nach hinten. Weißt du, ich fahr grad von der Wiese auf die Straße. Oder plötzlich überholt mich der Arsch. Ja, oder hör mal auf, rückwärts zu fahren. Ich wollte das mal so machen wie du ständig. Hä? Bist du fertig, Robo? Was? Feld 12 muss ich noch. Bist du immer noch nicht fertig? Na, Feld 12. Weißt du, Rohus schleift. Was? Der Hund verschiebt schon wieder einen Weihnachtsbaum. Ja, der steht bei mir immer noch. Wenn sie mir gegen wird, stehen sogar 365 Tage im Jahr stehen lassen. Ja, ja, bald steht es wieder hin. Ja, ne? Boah, Hund! Hat man das sehr gehört? Irgendwas habe ich gehört. Weißt du, der Hund ist nicht gerade der Kleinste. Er muss sich noch versuchen, unter die Baum drunter zu quetschen. Und dann beim Osten reißt sie mit ihrem Arsch alles mit. Geschenke mit dem Leckerchen drin. Genau. Die es immer noch nicht hingelegt hast. Der Hund kriegt bei mir jedes Jahr. Zu Nikolaus und zu Weihnachten, so wie meine Tochter. Was, die kriegt auch Leckerlis? Ne, die kriegt ja eher was anderes, aber... Das ging jetzt gerade über Leckerlis. Ja. Sammy das kriegt doch auch Leckerlis. Da hast du gesagt, dass deine Tochter Leckerlis kriegt. Die kriegt was Süßes zu Nikolaus. Tieste. Gut, wenn man das ja so sieht, wären das ja dann doch schon irgendwie wieder Leckerlis. Hört sich an wie Hundefutter. Ich hab Leckerli gesagt und der Hund guckt mich schon an. Na, gibt's wieder was? Gibt's wieder was? Da hast du was. Hast du Leckerli gesagt? Mit schräg auf die Seite gelegten Kopf so. Ja. Ach, so, ja. Smoker, Feld 12 ist gleich fertig. Ja, möchte es sein? Wo warst du? Ich warte hier auf dich, damit ich endlich mal wieder dreschen kann. Oh ey, Leute, bist du hier? Ja, der Drescher steht schon in Bereitschaft. Der hätte mir auch mal helfen können hier, da waren wir so fertig. Roro? Da gibt's nur ein Problem, dir ist nicht mehr zu helfen. Meinst du? Hm? Ja, das ist ein großes Problem. Naja. Wieso fährst du da jetzt weg? Wer fährt wohin? Ich fang da oben an. Upsa, Junge. Ey, ich müsste mal die Gewichte ein bisschen reduzieren, ja. Das Ding wackelt wie Sau. Ich mag mal abdresche. Na, dann mach doch. Ja, geht ja nie, wenn du nicht spulst. Wieso eher? Boah, jetzt bin ich ja an dem Baumstuppen hängen geblieben. Mitten. Was für ein Schneidewerk. Wo da hingehen? Hier hinten ist noch Baumstuppen. Doch, hier hinten. Hat einer was vergessen? Was? Ja. Ich bin gerade mit dem Schneidewerk hängen geblieben.
Einen Augenblick. Oh, wo ist hier? Ja, stimmt, hier hinten. Hm. Da ist noch einer. Tö. Okay. Row, row. Spulen doch was mal. Macht denn der hier? Warte mal kurz. Jetzt spul ich. Ah. Mach's endlich mal. Was? Wurde ja auch mal Zeit? Ah! Nicht zu schnell. Ja, irgendwas, für irgendwas muss ich ja hier gut sein, ne? Ist gut? Boah, wieso sind die Gabel schon wieder dran hier? Nein, noch lange nicht. Weißt du, wenn der Platz voll steht, wo die Wolle eigentlich hinkommt, ist noch ja, grün. Dann machen die auch keine Wolle. Ja, was meinst du, warum ich da immer freiräume? Ja, aber wenn der Chesapeake genau davor steht? Nö. Jetzt ist es erstmal genau der erste Stufe. Die Palette ist doch noch nicht voll. Warte mal, nicht so schnell. Man muss da auch mal bedenken, ja, wegen der Schafe. Was ist denn mit der Schafe? Ja, du bist doch gerade da. Na, was denkst du, wo ich bin hier? Zu Hause vorm PC. Ja. Wie viele Tage willst du spulen? Das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile, bis es sich aktualisiert. Ja, umso besser. Ja, aber so, umso mehr Geldverlust hast, Hammer. So. Ja, jetzt haben wir mit minus 15.000 schon. Gucken, ob ich abdreschen kann. Ja, was heißt nur und? Wir hätten ein paar tausend Stunden sparen können. Ich kann abdreschen. Wenn ich mal ein kleines bisschen was liegen lasse. Hast du was gesagt, Roro? Ja, ich rede hier gegen die Wand. Echt? Irgendwie schon. Macht das Spaß? Nö. Ne? Warum Alter, redest du da gegen die Wand? Weiß ich nicht. Und beim Hüli läuft wieder der Motor. Ich weiß nicht. Das sieht ja aus. Wo? Da hier. Wo hier? Wo ist denn bei dir hier? Da hier, da wo ich bin. Und was ist da? Da sieht's aus. Inwiefern? Ja, Gegenteil von sauber. Und das wäre jetzt wo? Da hier. Na wo hier? Na da. Na wo da? Hier. Na ja, wo denn da hier? Na hier. Na wo hier? Na da. Wo ist denn da und hier? Na hier. Und dort? Na weil hier ist. Wieso? Das jetzt. Na wo sagt er nicht wo? Na hier. Na wo ist hier? Na hier halt. Na wo ist er denn hier? Na hier. Na kann ja nicht sein. Ich bin ja schon hier. Nein. Ich bin hier. Ich bin hier. Nee. Wenn du hier wärst, wo ich hier bin, nein, müsste ich dich da, ja sehen. Also bist du ja dort und nicht hier. Nee, also von mir, von meiner Sicht aus, bin ich hier. Und du bist dort. Nee, du bist dort und ich bin hier. Weil dort ist nämlich da hinten und ich bin hier. Da will einer schlapp machen, hörst du das? Oh. Keine Müdigkeit vor Schützen hier. Dann hört man auf, Scheiße zu labern, dann penne ich auch nicht ein. Was? Wir erzählen nie über Scheiße. Wir erzählen immer die Wahrheit. Oh, warum nicht? Wenn ich hier bin, ist Smoker dort. Und von Smoker aus ist Smoker hier und ich bin dort. Siehst du, also bist du doch dort. Ja, aber ich rede ja von mir, also bin ich ja hier. Du sagst es gerade, du bist dort und nicht hier. Ach, ich sehe halt. Was macht der hier hinten so? Oh Gott! Da muss ja auch erstmal noch vor. Alter! Was? Dieses scheiß langsame Anfahren. Ich find's gar immer so schlecht. Ja. Mir wird gerade schlecht davon.
Die Sämaschine steht ja noch bei 14. Ja, so zwischen 13 und 14 kmh. Der schwankt da immer so ein bisschen. Boah, Alter, bis der auf Tour gekommen ist, bist du schon wieder am anderen Ende. Dann bremst du doch nicht ab. Da muss man ganz schnell ziehen, ja. Da ist jemand ins Feld gefahren. Errat mal. Worüber habe ich mich denn gerade aufgeregt? Ja, der Klassiker. Kommt nicht in die Gänge und dann brettert er plötzlich los. Oh, wir sind schon mal am folgenden Tag. Was? Du hast zu lange gebraucht mit dem Düngenrohr. Das konnte ich in der Folge gar nicht richtig abdreschen. Oh. Weil du wieder gebummelt hast. Oh. Du bist ein Bummler. Kauf dir eine Tüte Mitleid, meine Güte. Nein. Warum nicht? Die kaufst du mir. Ich hab kein Geld, ich bin pleite, ich hab schon Minus. Ich auch. Okay. Was soll ich denn sagen? Ja, du hast alles aussehen. Wer war dran? Tö. Du. Ich? Ja, bevor cool. Ich. Cool. Cool, ich bin dran? Du bist dran. Mit was? Mit abmoderieren. Achso. Dann muss ich abmoderieren, soll ich? Ja, kannst du machen, ja. Ja, was nun? Na, kannst du machen. Okay, liebe Leute, ihr habt's gehört. Rohre sagt, ich soll abmoderieren. Das war's schon mal für heute. Mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Daumen oder Abo und alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich frage mich, wie oft ich noch ins Feld fahre.